Hallo, in dieses Video werde ich über das Thema Verketten in Excel reden. Und zwar, Verketten spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn man ernsthaft mit Excel arbeitet und zum Beispiel auch Excel-Anwendungen entwickelt, ist Verketten eigentlich gar nicht wegzudenken. Und Verketten heißt, man kombiniert die Inhalte von mehreren Zellen in einer separaten Zelle. Und Verketten kann man auf zwei Weisen machen. Also zum Beispiel, ich mache mal hier, nehmen wir an, ich habe jetzt hier Name, Nachname und Abteilung. Nehmen wir an, ich will in einer Zelle beide Namen hier zusammen haben. Es gibt zwei Arten mit Verketten. Eine Methode, die man jetzt, also als wenn man als Profi-Nutzer oder als Profi-Excel-Nutzer arbeitet, benutzt man sie ganz wenig. Trotzdem zeige ich Ihnen, das ist über einen Funktionsassistent. Wenn ich mich nicht täusche, ist sie unter Text und da ist die Verketten. Genau. Und mit dieser Funktion Verketten kann man dann zum Beispiel hier die erste Zelle klicken und dann geht man ins nächste Feld, die zweite Zelle und so weiter. Sorry, hier jetzt sieht man hier, ich habe jetzt zwei Zellen, sieht man hier in der Vorschau, die zwei sind kleben aneinander. Deswegen hier in der zweiten Zelle muss man dann ein Leer eingeben, ungefähr so. Und dann in der dritten Zelle erst dann der Name. Und so sieht man das Resultat hier. Und dann auf OK und dann kann man das dann, ich mache es mal ein bisschen größer, dann kann man das dann hier runterziehen. So, das ist eine Art, wie man verkettet, mit der Funktion Verketten. Und wie gesagt, die Funktion Verketten ist eigentlich, in jedem Feld gibt man dann gewisse Bausteine ein, die man dann zusammen verkettet. Und jedes Mal, wenn man in dem letzten Feld klickt, entsteht dann ein neues, also man kann ewig lang verketten. Ja, okay, wenn ich hier jetzt zum Beispiel auch wieder ein Leer mache, dann kann ich hier dann ein Text eingebe, zum Beispiel Abteilung, Doppelpunkt, Leer, in Gänsefüßle immer die Texte und dann kommt hier dann die Nummer 6 ist dann zum Beispiel so. Ja? Man kann dann so Sachen verketten. Okay? So, es gibt allerdings eine einfache Methode, wie man verketten, das ist manuell. Ich mache mal das weg. Und manuell geht so, man schreibt ein Ist gleich, klickt auf den ersten Baustein. Ja, beziehungsweise man kann auch in Gänsefüßle was reinschreiben. Also zum Beispiel Name oder Vorname, zum Beispiel Vorname, Doppelpunkt, Leer, Gänsefüßle. So, das ist jetzt ein normaler Text. Jetzt will man einen zweiten Baustein hinzufügen. Da kommt immer so ein Buchhalter unten, also Umschalt 6. Und dann kann ich zum Beispiel sowas machen. Okay? Und wenn ich da Return mache, dann steht dann Vorname, Doppelpunkt, Alfred. Und wenn ich das runterziehe, kommen dann die restlichen Namen. Ja? Oder um das Beispiel von vorhin zu wiederholen, wenn ich jetzt die Vor- und Nachnamen hinzufügen will, ist gleich, klicke ich da, jetzt kommt wieder ein Buchhalter und Gänsefüßle auf, weil ich will jetzt ein Leer machen, also Gänsefüßle auf, Leer, Gänsefüßle zu, das ist jetzt der zweite Baustein. Und bei jedem Baustein, den man hinzufügt, muss man immer dieses Buchhalter und hinzufügen und jetzt kommt der dritte Baustein, nämlich der Nachname. Okay, und so habe ich das. Das geht, in meiner Meinung nach, geht es viel einfacher, als wenn man jetzt die Funktion Verketten ruft und dann diese einzelnen Felder füllt. Mit Verketten kann man auch gewisse Sonderzeichen reinsetzen. Also zum Beispiel, nehmen wir an, ich will jetzt, dass hier der Name oben steht und dann soll hier so ein Return kommen und dann die Abteilung eine Zeile runter. Wie kann ich das machen? Na gut, dann machen wir es hier weiter. Jetzt kommt wieder der nächste Baustein, ist diese Zeilenumbruch. Und da mache ich Return. Zeilenumbrüche kann man, da gibt es so eine Funktion, die heißt Zeichen. Und die geht so, also Zeichen, Klammer auf. Und jetzt muss man den Code wissen für Zeilenumbrüche. Der Code für Zeilenumbrüche ist 10. Okay, und dann Klammer zu. Okay, und dann kommt der nächste Baustein und was wollen wir jetzt? Die Abteilung. Okay, und so hat man dann hier, jetzt sieht man hier, ich tue es mal gerade runterziehen, hier sieht man hier so ein komisches Zeichen hier. Das ist ja egal, was wir jetzt machen können. Wir können die Spalte markieren, gehen über Format, Zellen formatieren und bei Ausrichtung müssen wir Zeilenumbrüche erlauben. Okay, und so hat man jetzt den Zeilenumbruch. Sieht man, da sieht man hier, wir haben den Zeilenumbruch mit der Verkettung erzielt. Mit der Zeichen 10. Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten für Zeichen. Es gibt zum Beispiel zwei andere Zeichen, zum Beispiel Zeichen 153 und 169. Also 153 ist dann das TM-Zeichen. Also zum Beispiel, ich sage es mal hier als Beispiel, also gleich, nehmen wir an, braun und leer
und dann Zeichen, Klammer auf, jetzt der Code ist 153 und Klammer zu. Dann kommt das TM, also Trademark Zeichen, das kann ich dann hier runter. Und das ist 153 und der Code für Copyright ist 169. Also hier, ich schreibe es nochmal, also ein anderes Beispiel, Zeichen 169 und dann und, ein Leer und man kann jetzt auch bei Verketten auch gewisse Funktionen hinzufügen. Also ich will hier haben nicht Copyright Alfred Braun, sondern Copyright A. Braun. Jetzt dieses A kriegt man mit einer Funktion, eine Textfunktion, die heißt links. Die kann man gleich eintippen. Links, Klammer auf, Alfred, das ist jetzt der Name Alfred. Und die links wird dann quasi mit Semikolon 1 geschrieben. Da kriege ich jetzt den ersten Buchstabe von dem Vorname. Und jetzt will ich einen Punkt haben, also Gänsefüßle, Punkt. Und dann kann ich den Nachname, und hier beim Punkt habe ich noch ein Leer vergessen, also Punkt Leer und dann der Nachname. So, und so kann man das dann, da sieht man hier, habe ich jetzt Copyright A. Braun. Ja, und dann kann ich das runterziehen. Und man sieht hier, nur nochmal das zu wiederholen, also ich habe hier, man sieht hier mit Verketten nicht nur Zellen tut man anklicken, sondern man kann auch Funktionen in der einbetten. Das ist mal die erste Funktion, die gibt mal dieses Copyright. Dann habe ich hier die zweite Funktion, das ist die Funktion links. Die Funktion links gibt mir von dem Zellinhalt die x Buchstaben von links. Und welche Zelle ist das? Ich habe hier, oder welcher Inhalt ist es? Es geht um die B3, also er soll mal die linken Zeichen von diesem Inhalt geben. Welche linken Zeichen? Ich habe es hier spezifiziert auf 1, also nur das A quasi. Hätte ich hier jetzt auf 2 gelegt, dann würde AL stehen. Ja? Wenn ich jetzt auf 3 setze, dann kommen wir auf ALF und so weiter. Ja? Okay, das ist die Funktion links. Und was die Funktion links macht, die gibt mir hier den linken Buchstabe, wie viel linke Buchstabe, ich habe hier auf 1 festgelegt, das heißt die A. Und dann kommt der Punkt, nach dem Punkt ein Leer, damit das A Punkt nicht an dem Nachname klebt und dann der Nachname. Also sieht, man kann mit Verketten ziemlich komplexe Sachen machen. Das Schöne an Verketten ist, die Daten sind hier separat eingegeben, weil es ist leichter, solche Daten zu suchen und auch zu erfassen. Allerdings, manchmal braucht man die Daten so kombiniert und das kann man dann mit Verketten machen. Man muss also quasi nicht noch die Daten nochmal eingeben. Okay? Und gerade bei Adressen braucht man manchmal einen Return. Also hier habe ich jetzt mit Verkauf, aber jetzt muss man sich vorstellen, nehmen wir an, ich habe hier jetzt Postleitzahl, Straße und so weiter. Dann kann man das mit Return, das alles hier mit diesem Zeichen 10 quasi kann man dann die ganze Anschrift, quasi Name, Straße, PLZ und Ort, kann man alles da in einer Zelle dann mit Verketten und die Zeichen 10 kombinieren. So, das ist mal ein Beispiel für Verketten. Verketten kann man auch benutzen bei Kalkulationen und Funktionen. Ich habe mal hier ein zweites Beispiel. Nehmen wir an hier, ich habe jetzt hier ein paar Autos und hier habe ich so eine Auswahl. Also ich will jetzt eine gewisse Marke, gewisse Türenanzahl, gewisses Baujahr und ich will hier, dass hier ein Preis kommt von dem Auto. Und hier benutzt man zum Beispiel, typischer Fall für sowas ist der S-Verweis. Wenn man einen S-Verweis baut, ja, also ich mache mal, und beim S-Verweis das Problem ist, man braucht die erste Zeile, muss immer etwas ein Unikat sein. Also es muss, in der ersten Zeile muss immer etwas stehen, was ich nicht wiederholen kann, was hier jetzt nicht der Fall ist. Also ich brauche immer ein Unikat. Und wie kann ich dieses Unikat erstellen? Das kann ich auch mit Verketten erstellen. Ich sage mal hier Autocode. Und Unikat heißt, ich kombiniere in dem Fall, weil die Marken, wenn man sieht, die Marken sind ja mehrere Mercedes hier und mehrere BMWs, die Türen auch sind nicht einmalig, es gibt ja mehrere und die Baujahre auch. Aber ich probiere so etwas und das entspricht meinem Suchkriterium. Mein Suchkriterium richtet sich nach Marke, Türen und Baujahr. Und das heißt, was ich hier mache, ich kombiniere das dann hier auch. Also das heißt, es geht um Marke. Dann mache ich einen Verbindungsteil. Jetzt in dem Fall mache ich halt ein Minus als Verbindung und dann wieder und, dann die Türen und wieder Gänsefüßle, zweite Verbindungsbaustein und dann Baujahr. Okay, so habe ich jetzt
ein Code, der kombiniert Marke, Türen, Baujahr, weil das sind meine Eingaben. Okay, und jetzt kann ich hier einen S-Verweis aufbauen, um jetzt den Preis zu finden. Ich gehe mal unter Matrix und S-Verweis ist hier. Und jetzt, was ist mein Suchkriterium? Mein Suchkriterium muss aus den drei bestehen und ich muss dasselbe Verbindungsglied benutzen, was ich hier benutzt habe. Also das heißt die Marke und Gänsefüßler auf dieses Minus und dann die Türen wieder und Gänsefüßler auf Minus, Gänsefüßler zu und dann das Baujahr. So, wo ist mein Matrix, also wo ist meine Tabelle? Tabelle ist hier, tun wir das so markieren jetzt. Welche Spalte will ich? Ich will den Preis, also 1, 2, 3, 4, 5, das ist die fünfte Spalte. Und ich lege falsch, es soll eine genaue Suche geben. Also das heißt, wenn das Auto nicht verfügbar ist, soll nicht das nächste Auto kommen, sondern das soll dann NV kommen von nicht vorhanden. Jetzt probieren wir es mal aus, okay. So. Hier sieht man BMW, dreitürig, eigentlich gibt es keine dreitürigen, deswegen, egal was vom Baujahr, deswegen kriege ich NV. Wenn ich jetzt zum Beispiel den da, wenn ich jetzt auf zweitürigen gehe, dann sieht man, hier kriege ich die 230.000. Und hier ist wichtig, hier bei dem Beispiel jetzt, es kann sein, dass ihr zum Beispiel nicht wisst, den S-Verweis nicht kennt und so weiter, ist ja egal. Was ich hier zeigen will, ist, wie wichtig Verketten ist. Dieses Beispiel könnte ich jetzt ohne Verketten gar nicht ausführen. Ja? Und deswegen, das ist, was wichtig ist, dass man hier das Verketten, dass man merkt, wie wichtig das Verketten ist und dass man auch sieht, dass man viele Probleme, die auf Anhieb nicht lösbar scheinen, mit Verketten lösen kann, weil die meisten Textbücher oder Lernvideos zeigen S-Verweise, wo man nur ein Kriterium eingibt. Ja? Aber hier, man kann sehen, mit Verketten kann man dann drei Kriterien eingeben und trotzdem hat man einen funktionierenden S-Verweis. Ja, also deswegen ist Verketten ein sehr wichtiger Baustein. Ich zeige noch ein Beispiel, wo Verketten sehr wichtig ist. Manchmal will man auch seine eigenen Bezüge aufbauen. Also das heißt, je nach Antwort hier, also ich habe hier zwei Blätter, also zwei Tabellen, eins heißt Blatt A, eins heißt Blatt B. In Blatt B ist dieser Text und in Blatt A ist dieser Text. Beide in der Zelle D3. Und jetzt will ich hier die Antwort haben, je nachdem, was ich hier wähle. Wenn ich A wähle, muss dann quasi das kommen. Wenn ich dafür B wähle, muss das kommen. Ja? Und wenn ich zeige es mal hier als Muster. Also das heißt, wenn ich jetzt A wähle, muss dann hier, ist dann das die Formel. Okay? Das hier. Und diese Formel kann man auch, die Formel ist jetzt ziemlich statisch. Ja? Also egal, was ich hier mache, bleibt das immer auf Blatt A, D3. Jetzt will ich hier das ändern, das anstatt das statische A soll hier dann immer, soll sich immer auf das verweisen, auf diesen Bezug hier, weil das ist ja, was sich ändert. Okay, und da gibt es eine Funktion, die heißt indirekt. Indirekt ist auch wieder unter Matrix, da ist sie. Und mit indirekt tut man hier mit Verkettung seine eigene Formel schreiben. Okay, ich gehe mal kurz auf Abbrechen. Tun wir mal hier, das ist gleich weg. Diese Formel wollen wir jetzt nachahmen. Also, das heißt, ich gehe wieder auf indirekt. Und jetzt, wie kann ich diese Formel nachahmen? Also, was haben wir vorne? Vorne habe ich den Text Blatt A, also Gänsefüßler auf, Blatt, Unterstrich, jetzt. Und dann Gänsefüßler zu, weil das A darf ich nicht schreiben. Das A, oder diese Buchstabe, kommt von hier. Sorry, und ich habe jetzt hier vergessen, ein Und zu legen. Da kommt immer das Plus, also Und. So, und dann kommt das daher. Okay? So, und dann wieder Und. Jetzt kommt der restliche Text, Gänsefüßler auf. Dieses Ausrufzeichen und dann die Zelle D3 kann ich so manuell eingeben, weil in dem Fall, in unserem Beispiel jetzt hier, ist die D3 immer, die Antwort liegt immer in der Zelle D3. Nur das Blatt ändert sich. Okay? Und hier gibt man entweder wahr oder falsch. Wenn man Bezüge benutzt, wie jetzt, die wir üblicherweise kennen in Excel, gibt man hier wahr ein. Okay? So. Und jetzt sieht man, mit B habe ich diese Antwort, was im Blatt B steht. Und wenn ich jetzt die A wähle, kriege ich dann die Antwort hier. Ja, und da sieht man das hier, diese Formel, das ist die normale Formel, die statische Formel, die jeder kennt.
Und diese Formel habe ich mit indirekt erstellt. Allerdings, was hier auch wieder, was ich hier betonen will, ich könnte es nur mit Verketten erstellen. Wenn ich jetzt Verketten nicht kann ich so etwas nicht erstellen. Und das meine ich, deswegen ist Verketten gerade bei komplexere Excel-Anwendungen ein sehr wichtiger Baustein. Ja, und nochmal, um zu wiederholen, Verketten kann man Zellinhalte verketten, man kann auch Zeichen einbetten in den Verketten, man kann auch mehrere Funktionen und Zellinhalte einbetten in so eine verkettete Zelle. Man kann verketten manuell, wie man sieht hier, ich hoffe, dass ihr das gesehen habt im Video, dass man, wenn man das manuell verkettet, ist wesentlich einfacher, als wenn man mit der Funktion verkettet macht. Also wenn man die Funktion verketten aufruft, ist das wesentlich komplexer, auch unhandlicher. Also deswegen empfehle ich, gerade wenn man oft sowas macht, dass man mit der Funktion, dass man nicht mit der Funktion verketten arbeitet, sondern manuell. Und immer, jeder Baustein wird immer mit so einem Buchhalter unten verbunden. Okay? Texte kommen in so Gänsefüßle, hier wie das Leer hier, oder wie haben wir hier vorne, Texte kommen so, wie hier das Minus auch, kommt in so Gänsefüßle. Ja, man sieht hier auch, der S-Verweis hat jetzt mehr Power, weil man kann mit Verketten die Kriterien zusammenbinden, als erste Spalte und hier als Suchkriterium. Okay? Und hier sieht man auch, man kann seine eigene Formel oder beziehungsweise seine eigene Zellbezüge erstellen mit Verketten. Also das heißt, Verketten gibt schon ihre Arbeit in Excel wesentlich mehr Power, als wenn man es nicht benutzt.